ein Matjuschka-Ding, ne? So ein Schachtelteil. Johannes Buhlmann, Olbendorfer Weg 70, USE 15051, 13403 Berlin, 2015, 16. Februar. An den Sozialverband Deutschland, Verband der Kriegsopfer e.V., Rechtsabteilung, Kassel. Sehr geehrte Dame, sehr geehrter Herr, Anliegen finden Sie bitte ein Schreiben heutigen Datums an die Generalstaatsanwaltschaft des Landes Brandenburg bezüglich eines Betrugsversuches unbekannter Mitarbeiter der AOK Nordost. Diesbezüglich bitte ich Sie höflich um kurzfristigen Bescheid, ob mir der SVD, Verband der Kriegsdienstopfer, rechtlichen Beistand bei der Vertretung meiner Interessen gewähren kann. Einer eventuell notwendigen Vereinsmitgliedschaft stünde gegebenenfalls meinerseits nichts im Wege. Mit freundlichen Grüßen, J. Buhlmann. Und jetzt das Schreiben an die Generalstaatsanwaltschaft des Landes Brandenburg. 52AR551-14. Sehr geehrter Herr Oberstaatsanwalt, mit der im KMV Berlin Postverkehr üblichen Verspätung von etwa 10 Tagen erreicht mich vergangene Woche der Einstellungsbescheid der Staatsanwaltschaft Potsdam 4130-UJS-2641-14 vom 29. Januar 2015, welche Verspätung allerdings keine Rechtsfolge nach sich zieht, da keine Rechtsmittelbelehrung seitens der Staatsanwaltschaft erfolgt, gegen welchen Einstellungsbescheid ich das Rechtsmittel der Beschwerde einlege. Begründung. Die Staatsanwaltschaft, Herr Staatsanwalt Rehmen, sieht im Verhalten unbekannter Mitarbeiter der AOK Nordost keine Täuschungshandlung, mithin keinen Betrugsversuch. Die unbestrittene Tatsache, dreier Mahnschreiben von über unterschiedliche Beträge, unterschiedlicher Zeiträume des betreffenden Beitragsrückstandes, welche Zeiträume sich überschneiden und deren Beitragsrückstandszeitraumquotienten keinen Zusammenhang mit dem regelmäßigen behaupteten rückständigen Beitrag erkennen lassen, stellt jedoch zumindest eine Entstellung wahrer Tatsachen im Sinne des Paragraphen 263 StGB dar. Tatsächlich und von der Staatsanwaltschaft auch ermittelbar, bin ich mit keinem Beitrag rückständig. Dies ist auch den unbekannten Mitarbeitern der AOK sicher bekannt. Intensiv beschäftigt hat man sich ja mit meinem Beitragskonto ja erkennbar. Der zweite mutmaßliche Betrugstatbestand, nämlich das Einfordern von Zuzahlungen in 3 Fällen der Inanspruchnahme von Versicherungsleistungen, findet sich im Paragraphen 263 StGB in der Unterdrückung wahrer Tatsachen wieder. Wahr ist in jedem Fall die Tatsache, dass Betreute der Firma Futurecare Lebensträume Brandenburg an der Havel mich auf offener Straße zusammengetreten haben, so dass ich auf Anraten der von Zeuginnen herbeigerufenen Schutzpolizei die Notaufnahme des Krankenhauses aufsuchen musste. Dies wird seitens der beschuldigten unbekannten Mitarbeiter der AOK in der Aufstellung von Forderungen der AOK nicht berücksichtigt, obwohl ich der AOK diese Tatsachen in meinem Widerspruch gegen die Zuzahlungsforderung mitteilte, womit nach hiesiger Auffassung das Merkmal der Unterdrückung wahrer Tatsachen erfüllt ist. Aber auch die Zuzahlung zu den beiden Krankenhausaufenthalten ist mit hinreichender Wahrscheinlichkeit in betrügerischer Absicht eingefordert. Wie ich der AOK mitteilte, wurde ich in die Klinik eingewiesen, weil die Firma Futurecare Lebensträume tatsachenwidrig behauptete, ich sei in Anführungsstrichen mit einer Machete oben durch die Straßen des, wie ich finde, reizvollen Städtchens Brandenburg gerannt und hätte zudem Todeslisten verteilt und Morddrohungen geäußert. Würde diese Tatsachenbehauptung zutreffen, wäre sicherlich seitens des Landgerichtes Berlin unverzüglich der Vollzug des Paragraphen 63 angeordnet worden. Dies ist offensichtlich bis dato nicht geschehen, was auch der Staatsanwaltschaft Potsdam bekannt ist, der AOK sowieso. Es liegen also entgegen der Behauptung der Staatsanwaltschaft Potsdam hinreichende tatsächliche Anhaltspunkte für eine verfolgbare Straftat vor. Der Einstellungsbescheid wie oben ist daher rechtswidrig. Insbesondere ist auch der in Anführungsstrichen gute Rat der Staatsanwaltschaft, ich möge doch bitte die Sache mit der AOK selber klären, absurd. Weiterhin bitte ich die Generalstaatsanwaltschaft höflich, den anliegenden Text meines geplanten Wiederaufnahmeantrages entsprechend Strafprozessordnung zur Kenntnis zu nehmen. Insbesondere die Begründung zu Nummer 5 scheint ein absolutes Hindernis für das Landgericht Berlin zu sein, mir rechtsnormal Gelegenheit zur Protokollgabe zu geben.
von der aussichtslos erscheinenden Suche nach einem Rechtsbeistand, der die formal notwendige Unterschrift zu dem Antrag leistet, ganz zu schweigen. Mit freundlichen Grüßen, J. Buhlmann.